Erstmal Und die Rennstrecke damit besiegen, bevor wir rennen. herzlich willkommen zurück zum Rennen. Oh je, die Strategie. Ich nehme die zweite. Ist mir egal. Ja toll, rot-gelb oder rot-weiß. Ich nehme rot-weiß. Was ich da wohl nehme? Ja, rot-gelb, aber ich guck mir nachher an, wie die roten Reifen sind, oder dann schalte ich selber. Ich soll mal kurz in den Autoeinstellungen einmal reingucken und ja. Ja. Und nicht geil, nein. Was? No. Das ja, hatte ich glaube ich so auch mal. Nicht. Ich habe normales. Ach so, die ja. Was hast du für einen Flügel? 2,4. Ja, ich hatte jetzt 2,5. Also ich habe deine Vorderflügel habe ich übernommen. Den hat. Hä? Was ich hatte 2,4. Ja, ich habe auch gesagt, ich habe deinen Vorderflügel übernommen, weil der Heckflügel darfst du ja nicht mehr ändern. Vielleicht wurde ja nur der Vorderteil verändert. Obwohl, ne, Ausbau der Radaufhängung ist auch komplett. Ist alles normal. Bei mir auch. Was für Reifendruck hattest du? Ich keine Ahnung mehr. Also jetzt habe ich 23,8, 21,9. Ja, ich hatte 23,4, 21,1. Und das ist richtig so. Bei mir. Ja. Ja gut, die beiden Autoeinstellungen speichern. Ah ne, nicht. Ah, man kann nicht. Laden kannst du nicht, schade. Familie. Ja, ja, ich meine nur für die Vorderflügel und vorderen Sachen, ne? Ja. Traurig, aber warte mal, ich ändere das nochmal und gucke mir die jetzt nochmal an. Hat sich nichts verändert. Ja gut, dann ich wäre ready. Ja. Ja. Drei Jahres. Go, go, go. Okay, jetzt kann es losgehen. Nur noch disconnect. Federungsrunde, Kupplung. Jetzt loslassen. Ja, jetzt ist es noch egal, ob du losfährst oder nicht. Gleich wird es erst important. Da, war geplant. Ich dachte schon, verliert er jetzt schon die Kontrolle da? Nein, nein. Und dann war ein komisches Nein. Hat wieder in der Eispool gelegen. Ja, mein hinterer Linker. Ja, mein auch. Der ja, das ist Strategie wieder, von Haas. Ja, irgendwas machen die falsch. Ich glaube, die lagern die Reifen echt irgendwie neben dem Eisfach. Ja, ist das Platz auch ein Zeichen vom Spiel, dass ihr wirklich die Reifen warm fahren sollt. Das kann sein. So, wer liegt heute dem Frühstart hin? Alex nimmt mal ein bisschen Gras mit. Ja, das war nicht geplant. Ich bin in den falschen Gang reingegangen. Statt in den fünften bin ich einfach mal in den vierten Gang gegangen. Warte, ich fahre jetzt hinten rein, okay? Ja, mach das. Auf! Ja, ich hab's auch vergessen, fuck. Ah ja! Okay, ja, Leclerc, ja, ja, what the fuck? Ja, das passiert, wenn wir so langsam sind und die in dem Moment noch so schnell sind, dann fahren die immer. Ja, Hamilton ist auch. Ja, cool. Ja, schön reinkommt, fährt auch durch mich durch. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Ich bin in, ne? Okay. Gaudi, ich bin in. Ja, ja. Was? Innen? What? Ich nix sehe, ich nix spüre. Noch nicht, gleich aber schon. Bin in? Oh, ich hab Angst. Jo, oh. Genau. Ramm. Okay, musst du dies nicht vorbeilassen.
Raikön, Raikön. Aha! Da waren keine. Ja, nicht meine, aber. Hallo? Geht's doch hier? Carlo. Einmal hast du keine Sorge, ich bin noch hinter dir. Ja. Ich mach mir Sorge um die Leute, die. Die auf. Fuck off! Ich versuch dir Platz zu machen, ne? Ja, ja, ist gut! Ja, das war mein Frontflügel. Fuck! Da war ich zu schnell. Können wir genau so zu Ende fahren, die Strecke? Nein. Ja, können wir gerne so machen. Bin ich auch zufrieden mit. Ich auch. Als ob du zufrieden mit 4 bist. Ja. Besser als deine Ergebnisse bisher. Genau. Und außerdem okay. 4 Spieler an den ersten 4 Stellen. Ich hab kein Flügel mehr. Flippe Link. Geht zu spät aufs Gas. Dumm! Ja gut. Ich fahr mir jetzt hier. Ich hab wieder ein einsames Rennen. Gaudi, ja, hast du irgendwas? Oder? Ne? In Gaudi, ob er irgendwas hat? Lasst euch Zeit, Jungs. Warte, wie läuft's da hinten so mit Leclerc? Schlecht. Das hört sich nicht gut an. Ich mache nur zu viele Fehler gerade. Ja. War gut, dass ich den Frontflügel nochmal umgestellt habe, ey. Hui. Hui. Alex, ich bin hinter dir. Nice! Sei mein Bäcker! Sei mein Bäcker! Sehr geil, Team hast du mir gerade. Ja, ich sag mal. Jetzt kann ich sagen, jetzt endlich kann ich dir das mal sagen! Aber Contenance! Wir müssen in Frankreich was gut. Also ich habe in Frankreich aus Frankreich noch was gut zu machen. Ich auch. Wir sind vor allen Dingen erst in der zweiten Runde. Also ich kann Dotti sogar fast überholen. Ja, kämpft Dauli vielleicht mit seinen Reifen? Ja, ich auch gerade. Fucking hell. Oder mit der Lenkung halt. Ich bin raus hier. Nicht mein Setup. District 1,5 auf Dauli. Oh. Okay, jetzt wirklich Contenance, Alter. Dann können wir das zu zweit hier runterspielen. 36 Runden vor uns. Hinter Dauli Leclerc. Hinter Leclerc, Basar. Ne, ich bin abgefahren. Fehler gemacht. Dann ist das Verstappen? Und Verstappen wird gerade überholt von Hamilton. Nein! Na! Ah, schon wieder, ey. Herr Massa, wo bist du? 20. Bin leider in Ricardo gefahren. Nein. Doch. Mr. W19? Ja. Nein. Jetzt guck gleich mal auf deine Reifen. Hab ich schon. 20% wie? Ein bisschen mehr. Ja, ich. Oh ne, ich hab 18. Was? Mein Größte ist 20. Ja, mein Größte ist 18. Ja, ist doch gut. Aber ich mache ja einen Fehler nach dem anderen gerade, da kommt wieder ran. Warum bin ich gerade kurz? Da war nix. Audi wäre vorbei. Ah, wird das mal ein schönes Überholmanöver gewesen sein?
Oh, ich finde seinen Wagen wieder unter Kontrolle. Distek vorbei. Nice. Und hier natürlich die Möglichkeit, hier ein bisschen wegzuziehen. Danke, Jeff, dass du mir sagst, dass ich in den Top 10 bin, wenn ich Erster bin. Das muss gesagt werden, Alex. Ja, ja, ja. 3 Sekunden auf Distek. Nice. Oh nice, aber wenn Distek 3 Sekunden auf Dauli hätte und nur ein paar Zehntel auf mich, dann könnten wir uns gegenseitig helfen. Ja, wenn Leclerc mal seine Arbeit richtig machen würde. Leclerc ist aber auch dicht bei euch dran, wa? Ja, sag ja. Wenn Leclerc mal seine Arbeit richtig machen würde, dann würde auch Dauli ein bisschen aufhalten. Nein. Nein. Dauli hat sich gedreht. Danke, Leclerc. Okay, jetzt ist er wirklich Kontenance. Ruhig fahren. Dann sieht das sehr gut aus. Aber ich habe mich auch fast gedreht. Fast ich habe die Tonkiblift hingelegt, Alter. %. Ja, das soll ich schon gerade und jetzt wissen schon. Ach scheiße, es kommt ja auch noch Regen gleich, ne? Ja, gleich, aber eben nicht. Also gegen Ende. Das ist halt wieder diese. Man könnte rot fahren, wenn man wüsste, dass man auf Intermediens wechseln müsste. Ich habe 30 hinten links. Ja, das stimmt. Wenn man das vorhersagen könnte. Wäre echt geil. Oder man riskiert es einfach. Und hofft auf den Regen. Jetzt kommt Hamilton von hinten, Alter. Ja, er ist noch weit weg. Oh Gott, wieso nehme ich dieses? Vielleicht kommt Dordi auch noch mal ran. Wenn Dotti mitkommt, dann komme ich mit, weil ich bin genau hinter ihm. Wo seid ihr denn? Siebter. Nee, achter. Ihr seid und beide zehnter. Hinter dem McLaren seid ihr, ne? Kann sein. Das sind zwei orangene Punkte. Was wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay, ich komme nicht mit. 4,6 Hamilton auf Distek. Fuck. Ich habe 5 Sekunden auf Distek. Also es läuft wirklich optimal für uns beiden. Ach, rutschig. Aber Hamilton kämpft mit Leclerc. Ja, das ist perfekt. Wir verlieren die Zeit. Ja, wir hier freie Fahrt haben. Du hast gerade eine Box. Hm? Du hast gerade eine Box verfahren. Ja, ich war in der Box, ja. Ich dachte gerade, warum wärst du lang sein? Ich doch nicht. Hast du bist du wieder in Dauli reingefahren, oder? Ich nein. Der hinter dort ist rübergezogen in meinen Flügel. Und Dauli, wie sieht's bei dir aus? Mit Flügel an etwas Flügelschaden. Der kommt näher. Ich fahre ein bisschen Schritt gerade. Der Leclerc 6,1 nur noch. Ob meine Reifen gegen Erdinger ist, ob als Distek 2. Ja. Ich habe auch die Spaß an meiner Fahrweise irgendwie. Ist mir nicht aufgefallen. Kann aber auch am Setup liegen, ne? Ja, oder es war. Ja. Weil ich versuche halt die schnellere, also die aggressivere Variante, um die Schnelligkeit zu haben. Ich weiß nicht, wie ich noch aggressiver fahren soll. Weiß ich so auch nicht. Du bist wieder einmal mitgefahren. Alter!
Was machst du da fort? Alles gut. Aber ich. Keine Ahnung. Sonst hatte ich als Kerl auf der Schneeball. Mag einen Kumpel. Dasselbe jetzt, streng dich an, wir sind gleich da bei ihr. Okay, Leclerc fällt zurück. Ciao, Jeff. Oh. Nein, nicht drehen. Ich werde wahrscheinlich schon wieder nutz normal überrunden. Wow. Man versucht einfach für dich Spaß zu haben. Also gut zu fahren. Versuch dein Auto unter Kontrolle zu kriegen. Na, versuch dich zu verbessern und durchzufahren. Ja. Das ist so ziemlich mein Ziel. Eigentlich. Schnauze, Jill. Du bist in die Box gegangen. Nein, alles gut. Du bist in die Box gegangen und in dem Moment ist so ein Bild vor mir aufgetaucht. Also von dir. Das ist so ein bekannter Bug. Alles gut, du hast da keine Schuld. Natürlich, mach noch einen. 47% hinten links. 40. Okay, dann gehe ich wohl als erstes. Die Box. Komm, fahr vorbei! Eins noch. Ach schon. Sie wetten entgegen, wie oft ich noch berührt werde. Kann ich dir da sagen, wenn ich erstmal bleiben sollte? Nein! Doch. Oh, Scheiße. Alter, was war das denn? Ganz normal gefahren wie sonst auch. Was? Distack, du musst das machen. Was ist passiert? Das ist nicht wahr, so eine einfache Kurve. Ja, keine Ahnung, Heck verloren. Bist du raus? Ich bin raus, ja. Oh. Safety Car. Mist, ja, Safety Car habe ich mitbekommen, aber ich habe nicht. Hast du schon schneller oder langsamer, ey? Ja. Russell ist auch raus. Oh, wow. Alle in die Box. Scheiße, Distack. Für mich Vorteil. Vollgas! Scheiße, Lisa, das könnte dich Plätze kosten. Gib mal. Nein, warum, ey? Mann! Lief so gut! Gar nicht mitbekommen. 10 bis 15 Minuten Regen. Ey, ohne Grund, ohne. Nicht mal so statt Gas gegeben, nichts. Ey, ganz normal gefahren und ich verliere einfach so mein Heck. Hey, soll ich jetzt gar nicht in die Box? Optimal wäre es jetzt in die Box zu gehen, ja. Ja, es hat mich verwirrt, dass ich nicht sollte, deswegen bin ich jetzt nicht in die Box gefahren. Ich auch nicht. Komm, los. Okay. Ich will noch vor. Ich will noch voller Klär rauskommen. Was ich wahrscheinlich packen werde, ja. Ja, ich werde es packen. Ich komme voller Klär raus. Ja, es sind aber alle, trotzdem alle beieinander. Scheißegal. Solange ich in den Top 5 bin ich zufrieden. Ach, das ist das Safety Car. Das hätte das erste Mal sein können, wo wir Erster und Zweiter. Ja, warum machst du auch sowas? Ja, ich weiß doch nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, warum. Ich keine Ahnung. Boah, ey. Scheiß Delta hier. Ja, der Delta nervt gerade. Ja, der ist so groß. Wer ist noch Safety Car?
Ist ja wie eine neue Chance für dich. Also jetzt soll ich in die Box. Ah, okay. Dann machen wir das. Drei Winde verstanden. Leck mich. Ja, Safety-Car-Fahrer nochmal. Bert Mailänder. Ja. Fahr schneller! Ich bin Bernd Mailänder, ne? Ja. Ich finde es schade, dass RTL kein Formel 1 mehr bringt. Wenn die Einschaltquoten nicht stimmen, ne? Jetzt ist halt nur noch Sky exklusiv. Ja. Außer Paarrennen. Kriegt man nichts mehr mit. Ja, außer jemand, der Sky hat. Ja, RTL überträgt auch ein paar Rennen, glaube ich, so 5 Stück. Wer? RTL. Hä? Hab ich so gehört. RTL hat eingestellt. Ist irgendeiner, der überträgt ein paar Rennen im Free TV. Ja, kommt gut rein, aber. Ich kann mir Servus TV vorstellen. Ich meine, im Internet findet man sicherlich auch eine Übertragung. Ja, bei Formel 1 selbst. Ja. Der Bau was. Die musste zahlen. Hm. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Was? Alternative jetzt. Alle vorbeilassen. Bist du mittendrin? Regen in 15 Minuten. Fahr vorbei! Im Moment liegt die schnellste. Darf ich nicht? 1 Minute 9,8. Das ist ja. Das darfst du nicht. Ich darf ab den grünen Flanken Gas geben. Ich muss in der Verstappen bleiben, wurde gesagt. Okay. Safety Car fährt jetzt ja nicht rein, ne? Auch bereit machen, das ist. Du bist drin. Ja, go. Danke, fahrt vorbei, fahrt einfach alle vorbei. Ich reagiere auf dich. Leg Leck auf harten Reifen, die wollen zu Ende fahren. Ich habe auch harte bekommen. Nee! Na, was macht Leclerc? Warum zieht er nach links? Ja, weil rechts die Strecke zu Ende war. Ich kann kotzen jetzt gerade. Von der besten Ausgangslage zu. Ist der Debakel wieder. Na, jetzt wird's mal an. Hey, du hast auch einen Schaden, oder nicht? Ja, aber ich fahr so lange ich kann. Oh Gott, Ricardo! What the fuck? Ricardo hat sich gedreht für Schrott. Ja. Bah, hier liegt der eine. Flügel, Alex. Das bist du wie? Was hast du? Ich an der Flügel sehe ich nichts. Rasa 5, der hinter Verstappen. Ist ja nur leicht gelb tatsächlich. Aber Hamilton kriegt dich. Also du hast die schnelleren Reifen, Hamilton fährt auch hart. Da hole ich gleich meinen Teamkollegen hier. Holen wir hier vom Teilmaster. Das darf ich nicht verpassen. Warum hab ich jetzt. Boah, noch bin ich nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab eine Durchfahrtsstrafe? Was?
Hast du was ignoriert? Aber wahrscheinlich das Safety Car am Anfang. Ja, es ist aktiviert. Ah, da und Audi noch auf Soft unterwegs. Ja, dann kann ich das mit den Plätzen vorne sowieso vergessen. Ja, ich muss wechseln in dem Fall. Oder du versuchst es, wenn die dann noch, doch noch auf Regen wechseln müssen, da deine Chance zu suchen, um durchzufahren. Da ist ein Verstappen vorbei. Ha, ich hab Benzinnotstand, was zur Hölle? Du bist die ganze Zeit auf Fett, oder? Nee, nee, auf Standard. Ja gut, die Strecke verbraucht auch recht viel Benzin. Ja. Jetzt gerade. Du musst eigentlich nur in den Außenstellen auf mal Fettstellen. Auf den Geraden eigentlich nur. Ja, auf den Geraden stelle ich normalerweise auf Fett. Machst du jetzt deine Durchfahrtsstrafe, ne? Muss. Der muss ja nach 3 Runden. Alter. Ach. Starkes Manöver vom Barber. Ob er ein bisschen weit rauskam. Hamilton überholt. Neuer Zweiter, Leclerc Erster. Ist nicht hinter Dowdy. Dowdy, da bin ich wieder. Aber noch hast du die besseren Reifen. Mein Herz klopft. Holy shit. War da 2 Sekunden auf Leclerc. Dowdy muss noch in die Box mit seinem roten, war da noch in die Box. Und dann willst du auch noch mal 2 Plätze. Obama und Verstappen kämpfen gerade miteinander. Und Hamilton dahinter. Dreierkampf. Verstappen vorbei, Hamilton geht hinter Basa. Oh shit. Hamilton und Verstappen kämpfen. Und Basa kommt dadurch sehr weit weg. Auch wenn er die Kurve komplett verkackt hat. Weil die beiden sich kollidieren. Hamilton jetzt auf Verstappen vorbei. Kimi! Nee, yeah, Giovinazzi ist das. Ach stimmt. Giovinazzi. Egal! Stark. Ist hinter dir. Dowdy hat noch was vorbei. Digga, Dowdy geht da richtig ab. Er zockt, ne? Mercedes und er kann ja fahren. Das wissen wir alle. Auto ist. Audi alle auf Platz 6. Perez und Sainz überholt. Raikön vor ihm. Was macht Alfa Romeo so weit vorne? Frag das Safety Car. Die haben auch gewechselt. Na, ja, die kriegst du da, Audi. Audi 4,4 auf Verstappen. Hier ist Stack 1,2 auf Norris. Fuck. Kyle Master schlägt sich noch sehr, sehr gut.
Naja, langsam mal aber sicher komme ich auch noch in den Rahmen. Ist gerade so? Naja. Baza, neuer Erster. An Leclerc vorbeigezogen. Allerdings ist Baza auf roten Reifen halt unterwegs. Wir sind in Runde 21 von 36. Baza und Audi müssen beide noch safe in die Box. Ich müsste jetzt 42% auf den roten. Ja, dann geh lieber, sonst leidet dich da, glaube ich, dasselbe Schicksal wie ich. Oh, Alter, ich wollte nur einmal kurz Erster sein. Mal gucken, wo du jetzt rauskommst. Alter. Die sind alle sehr dicht beieinander. Ich glaub, das ist das Problem. Deswegen habe ich ein bisschen Vorsprung probiert zu machen. Wo kommt Norris her? Ich weiß auch nicht, was er da gerade macht. Hast du noch einen Schaden, weil du... Nein. Alter. Oh nein, Zehnter. Ja, es ist... Nee, bleibt hinter. 5 Minuten. Regen oder was? Ja. Nein, es war klar. Ich komme. Da, klar. Und dem Kies auch noch. Nein. Gatling! Er kommt nur wohl. Ich kann dich schon schmecken. Wie viel Schaden hast du davon getan? 100%. Scheiße. Also, ja. Was? Achso, hier ist. Ein Sandmännchen unterwegs. Hat er jetzt noch auf hart gewechselt? Was? Ja, ich wusste. Warum nicht auf Medium? Egal. Warum auf Hard? Hard sind noch die langsameren Reifen und du hast viel weniger. Ja, Party erledigt. What the f. Nein! Ich bin gerade an Gasly ran! Wollt ihr mich verarschen? Safety Car? Virtuell. Ja, virtuell ist Safety Car, also darf ich nicht überholen. Ja, Hard. Soft. Alter, wie die alle abgebremst haben. Holy shit! Was ist schon wieder für ein Rennen, Alter? Was soll ich denn sagen? Ihr fahrt noch. Ja, was will ich schon wieder fahren auf Platz 16? Autsch. So, jetzt aber. Ach, die Eis ist deaktiviert. Ist das schön? Ja, es ist aktiviert. Und komischerweise ist mein Benzin jetzt auch auf einmal auf Null. Hoppa. Musst du in den Kurven mal auf Mager stellen. Hab ich die ganze Zeit. Wollen wir über hier fahren, Time Master? Oh, what the fuck? Was ist das? Time Master vorbei an Gasly. Dann musste ich mal einmal kurz Buzzerati gedreht. Der Bauch. Ich nicht. Sarai können. Alter, was war jetzt los hier vorne? Da war die auch in der Box. Auch mit 9 Flügeln. Ich bin reingefahren und einer ist hinten reingerannt. Wo ich für die Boxen dafür gegangen bin. Könnte es sein, dass Time Master nachher noch der beste Spieler von uns wird? Geil. Ja, die sind beide vor dir! Baza und Dauri, beide vor dir! Ja, es wäre so schön, würde ich mal in die Punkte kommen. Der ist wie auch schon eine Sekunde weg. Time Master, ich glaube an dich. Ja, wer weiß, was der Regen noch so bietet, ne? Wenn die KI so blöd ist, doch noch in die Box zu gehen, dann. Ja, die Koffer bin ich genommen. Oh, nein, fuck off!
Bleibt hinter dir. Ja, bleibt hinter mir, aber. Also auf Soft, Dowdy auf Medium, interessant. Dowdy überholt's aber. Dowdy gleich in den Punkten. Also kämpft sich auch noch durch. Ja, ich darf nicht, ich muss ihn vorbeilassen. Ja, illegal, hab ich gewusst. War ja so klar. Aber ich musste so abbremsen, ich konnte nur noch links abweichen. Oh, du bist da. Der war gerade den Flügel kaputt gefahren. Oh, nicht so schlimm. Aber war sogar reingelenkt. Reingestochen ist in die Kurve. Diese Kurve, ne? Er braucht keinen Flügel. Oh shit. Er macht 9 Sekunden auf Kubica. Alex. Ja? Wer ist vor Gasly? Timemaster. Ja. Mit 1,2 Sekunden Abstand. Dann kommt Kubica, dann Vasa, dann Dowdy und dann Vettel. Vettel in den Punkt. Alter. Bei Vettel ist Punkte. Aha. Meine Hand schmerzt. Und Vettel hat einen Flügelschaden. Vettel mit Flügelschaden. Dowdy mit der schnellsten Runde. Schade, die hat er mir jetzt natürlich dadurch genommen, dass ich raus bin. Keine frischen Reifen habe. Ja, und Leclerc wird da drin wohl, wenn das jetzt so weitergeht, als erster. 4,8 Sekunden Vorsprung von Hamilton. Und Hamilton fightet gegen Verstappen. Ricardo in der Box. Ricardo in der Box. Mr. Lee? Maybe? Oh, schon wieder so. Kacke genommen. Rechts. Mhm. Sehr schön, sehr schön. 9 Sekunden auf Kubica. Da hast du auch versucht dran zu bleiben. Ja. Schade, aber ich kann nicht sehen, wie viel Abstand da ist. Weil bei dir steht einfach nur eine Runde. Ja. Schnellste Runde, Basa. Oh, Battle um die schnellste Runde. Dowdy gegen Basa. Aber Basa kriegt den Punkt. Dowdy jetzt fertig überholt. Basa anfällt dran. Das ist ein Dreikampf hier gerade spannend. Geht's auf die 90 Grad Kurve zu. Oh, Basa weiß noch nicht, was er macht. Er will nicht crashen. Basa zieht vorbei und fährt easy going. 3 Sekunden in einem Sektor gut gemacht. Nice, nice. 6 Sekunden auf Kubica. Ja, genau. Es fängt an zu regnen. Ja, es fängt an zu regnen. Ja. Oh ja. Dann passt jetzt auf euer Auto auf. Ja. Denn wir haben noch 8 Runden. 8,5 Runden. Ich hab noch. Ja, du musst trotzdem nur 8 Runden fahren. Ja. Das hat mir auch gerade gesagt. Dowdy, das war echt sehr riskant, ey. Ja, die sind immer so langsam in diesen Kurven. Basel überholt Kimi jetzt auch. Nee. Nee. Oder doch. Was war das denn für ein Move? Kimi hat Flügelschaden. Okay. Warum haben alle Flügelschaden, wo ihr da vorbeifahrt? Was soll das heißen? Achtung, Hülkenberg hat noch kein Flügelschaden. Noch kein Flügelschaden. Und das ist hier wirklich ein spannendes Duell zwischen Dowdy und Basa. Basa eine halbe Sekunde hinter Dowdy mit DRS. Dowdy ist es aktiv. Beide mit 4 Runden alten Reifen, der eine Soft, der eine Medium. Distack 2,5 auf Kubica. Und dann hast du 10 Sekunden auf Vettel. Also 12 Sekunden, 13 Sekunden, 16, 17 Sekunden hast du auf Punkte. Da will ich hingehen. Auf
außer die fahren wirklich noch in die Box, wenn der Regen schlimmer wird. Kann ich mir gut vorstellen. Der Audi überholt jetzt Hülkenberg, der übrigens in den Punkten ist. Und Bada versucht es ebenfalls. Was ist das denn mal für eine Kamerasicht? Ja, ihr habt Hülkenberg quasi im Sandwich weggekegelt. Ja. Und Audi hat sie verbremst. Ein bisschen gedreht. Gedreht. Aber sticht hier rein, um hinter Bada zu bleiben, verlässt aber die Strecke. Also laut Jeff machen wir keinen Boxenstopp mehr. Ja, dann sagt er, weil die Strategie durch ist. Ja, aber laut Jeff ist es auch 10 Minuten Regen bei mir. Wir sollten mal den aktuellen Reifen bleiben. Ja, noch. Doch, ja. Oh, wieso? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Wird der Regen so schlimm, dass sie auf Intermediates wechseln? Holst du die Zeit, der kurzen Zeit, die, mit den Intermediates, die Plätze, holst du die wieder auf? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Deswegen, aber die KI ist KI. Also, da kann wirklich noch. Hoffen wir es einfach mal. Ne? 8 Sekunden auf Vettel, der auf Platz 12 liegt. Nein! Vielleicht kommt auch noch ein Safety Car. Mr. Ray ist raus. Aber auch vor mir auf 18. Kein Safety Car, nur gelbe Flagge. Gehen wir auf 18. Das ist doch gut, ich bin auf 19. Er ist auf 20. Russell. Der ist mit mir rausgeflogen, gleichzeitig. Ah, Bada, Treppchen wird aber keiner mehr. Falls sie nicht in die Box gehen soll. Das war einfach ein Chaos-Rennen bei mir. Also ein Rutsch, sonstiges. Ach, fuck off. Okay, ich rutsche. Ich bin länger gefahren als ich. Ich also jetzt einfach nur ganz minimal nach rechts lenken, um die wegzukehlen. Das ist doch immer dein Moment. Oh, Der Baba gefährlich. Ja, mein Griff hat schon abgelassen. Fuck off. Gaudi, du musst nachziehen. Sehr schön war's auch. Oh shit, ich rutsche. 4 Sekunden. Ja, gut auf. Ich auch. Gut auf. Shit. Leute, wie wär's? Ich auch. Links. Wie wär's mit Intermediates? Die werden langsamer. Yeah. Wie mein Herz pocht gerade. Ach toll, danke Jeff. Jetzt wo ich an. Ich hasse euch. Ich hab noch nie so einen großen Bogen gemacht, ne? Hm. Aber nur 2,3 Sekunden. Auf zu rutschen. Gaudi jetzt hinter Basa wieder. Gut überholt, sehr gut überholt. Aber Sainz zieht zurück. Ich würde so gerne da vorne jetzt mitfahren. Mann! Jeff sagt mir gerade Reifenwechsel, könnte sein. Ja, ist das also, so schrecklich. Es kann die KI. Ne? Ich werde gleich von Gasly überholt. Ich hatte schon ein Rennen, da ist die KI in der 31. von 32 Runden ist sie dann in die Box gefahren. Fuck off. Ja, fahr vorbei, Gasly. Ich weiß nicht, was unsere Strategien machen. So dumm. Statt mir Intermediate zu geben hier. Ich muss die ganze Leistung beim Red Bull wegnehmen. Durch den Alter! Ja, super. Jetzt drehe ich mich. Hm. Die Strategie denkt sich halt, dann würdest du hinter Ricardo landen. Ne? Deswegen denkt die sich, nö, keinen Wechsel. Ja, jetzt lande ich so oder so hinter Ricardo. Ja, dann musst du das selber entscheiden. Im Menü auswählen und in die Box fahren. Das ist der Kopf. What the fuck? Wer auch immer erster ist, hat mich gedreht. Leclerc. Arschloch. Kann ich so bestätigen. Ja. Alter. Also der im Spiel, Leclerc, damit wir uns nicht falsch verstehen. Ja, ist schon klar. Ja.
Ey, ich fahr Bader jetzt. Bader 17 Sekunden auf Hamilton, 16,9. Rauli 5 Sekunden auf Bader. Dissek 6,9. Danke für die Erst-Timer-Sau. Danke, Jeff hat's mir auch gerade gesagt. Ja, ich bin dein Jeff. Lass Jeff selbst sein, ich bin Jeff. Alex, der neue Jeff. Oh, was hat man da Hamilton überholt? Alex, jetzt schizophren. Was? Hilf mir kein Flügelschaden. Alex, kein Flügelschaden. Dreimaster, kommt Disneck gerade hinter ihm. Und dahinter kommt Vettel. Und Raikön. Ja, ich weiß, hier ist eine Kurve. Entschuldige. Wow. Leute, drei Runden noch. Drei Runden. 5,5, 5,2 ist er. Ich kann reingehen, bitte. Bader nur noch 11 Sekunden, 10,7. Boah, Bader ist richtig flink unterwegs. Ich rutsche hier wie Sau. Ich auch. Daudi verliert auf Baser Zeit. Baser holt richtig gut auf Hamilton auf. Ja, ich verliere, weil ich mich verbremst habe. Hamilton hat den Kampf gegen Verstappen verloren und ist schon 3 Sekunden hinter Verstappen. Verstappen auf 2. Aber nur mit 9 Sekunden Abstand auf Leclerc. Ja, blaue Flagge, wo sind die denn? Bitte. Also ich sehe die, Bro. Ja, aber ich fahre hier nicht sehr schnell, also. Nee, hier kann übrigens keinen Flügel schaffen. Jeff hat übrigens gesagt, hast du ihn kürzer wieder drauf. Nee, es war ein. Ich glaube, es war sogar fast Verstappen, der mich reingefahren ist. Es war auf jeden Fall ein Red Bull. Baza 7 Sekunden noch. 2 Runden. Let's go, let's go. Treppchen. Das wird Jeff Hülsberg. Ja, die Reifen lassen langsam nach, glaube ich. Jeff! Zu viel Regen. Ja, 3,6 Hülkenberg. Auf Hülkenberg. 3,5. Du kommst näher. 3,1. Na gut. Nette Haas, noch einen Punkt. 2,6. 2,4. Oh. Mir scheißegal! Wie redest du mit mir, Daudi? Mit Jeff! Ja, weil wie redest du mit mir? Du bist hart, Chef, nicht mal. Ja, 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 ja. Damit kann ich gehen. 2 Sekunden. 1,9. Alex, ist das Hamilton vor mir? Gerade da. Der Berghof hört. Ja, das ist Hamilton. Oh mein Gott. 1,5 hast du nur noch. Disneck auch 1,5. Ah, schön. Baza ist dran, 0,5. Hat er mit einem Schaden oder so? Keine Ahnung. Natürlich hat er einen Flügelschaden. Er hat auch einen Schaden. Ja. Tschüss, Hamilton. Baza zieht vorbei, Baza auf Podium. Verstappen und Baza, 200 Puls auf dem Podium. Mercedes ist nur auf 4 und 5. Haas ja, in den Punkten. Das könnte auch sein, dass Hamilton der nicht reingefahren ist. Du hast danach noch eine Runde, also es geht nicht zu viel. Du überholst ihn noch. Oh Gott. Bader hat jetzt schon wieder 2,3 auf Hamilton. Mit Audi ist das Rennen durch. Er kommt nicht mehr ran. Ich probiere nur noch umzukoppeln. Von 36 Runden. Jetzt gilt's gleich. Jetzt auf der Geraden vielleicht? Ja. Oder im Sektor 2 dann auf der Geraden? Nee, ich hab DS. Und links. Schönes Wochenende. Schön. Richtig schön. Nice, Punkte. 1,1 auf Giovinazzi. Schön halt noch. Gegen Hülkenberg, Vettel, Hülkenberg in. Zieht zurück.
Sicher? Ja. Feldmerk nur 0,7. Krieg ich da nicht hin. Ich kann nur sagen, Spritmanagement 1A bei mir. 0,0 oder was? Ne, 0,6 noch. Sehen wir mal zu, wie Basa noch ins Ziel fährt. Ja, aber... Ja, schön. GZ Basa. GZ Gaudi. Nice. Ey, dritter fortgefahren, dritter angekommen. Geil. Erster vorgefahren, 19. angekommen. Je. Nicht mal angekommen. So. Nicht angekommen, ja. 19. losgefahren, 18. nicht angekommen. Ich hasse es. Von 1 auf 5. Gutes Rennen. Ja, gut. Gut für mich. Oh Mann, ey. Warum kack ich wieder nur so rein? Wie viele Punkte bekommt der Fünfte? Ich glaube, du solltest Motivateur werden. Ich? Alex, ja. Wieso? Weil du mich mehr motivierst als dich, Alter. Ja. Wie viele Punkte bekommt der Fünfte? Ey, wirst du doch gleich sehen, wenn du... 18... 15... 12... 10, glaube ich. Könnte gut sein, ja. Ja, zwei Luxus. Wo? Nee. Warte mal, doch? Nee. Nee, er ist Holländer. Warum habe ich zwei Luxemburger? Nee, die sind ehrlich. Nein, Holland ist dunkelblau, Luxemburg ist hellblau. Ja, ich will. Genau. Ja. Blau. Genau. Ja. Das ist. Ich schaff's gleich. Das ist Podium. Endlich mal das Podium wieder gesehen. Ja, das erste Mal, dass ein Spieler auf dem Podium ist, oder? Nee. Ich glaube, Basa war schon mal. Ich war schon mal. Basa war das erste Mal. Dauri war schon. Ja, Dauri war auch schon. China? Stimmt. Ja, schauen wir mal einmal kurz rein. ich mit drei Stopps, holy shit. Und dritter. Und die schnellste Runde, ne? Ja, und die schnellste. Ja, stimmt, auch noch die schnellste Runde. Du meinst mit vier Stopps? Nee, oder? Ja, vier Stopps, ja. Dauri, fünfter. Distep 10. Time Master auf 17 zu Ende gefahren. Mr. V auf 18. Ich 19. Rennleitung, Ereignisse. Da steht Luft, glaube ich. Time Master und Ricardo. Ja. Time Master mit Ricardo. Ja, Rasen während Safety Car Phase. Leck mich am Zucker, Alter. Total schade. Ey, sauberes Rennen für mich. Ja, GG. Das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Ja, ich auch nicht, aber sauberes Rennen. Was nicht? Red Bull Ring eben. Ist eigentlich auch eine stärkere Strecke von mir, aber mal gucken. Ja, hat den Red Bull auf jeden Fall ja, gute Liter geleistet. Wäre der Regen nicht gewesen, hätte es auch gut für mich gelaufen. Alex. Ich kenne das noch. Ja. Nächstes Jahr fahren wir was anderes. Bitte. Aber irgendwas Besseres, ja? Ey, laut den Statistiken ist Haas das viel schnellste Auto. Ja, leck mir ab zu hören. Und wie viele Punkte hat Haas in der Realität geholt? Nichts. Zwei. Ich weiß gar nicht, zwei. Nächste Saison zu Mercedes. Ich könnte aber auch an den Fahrern liegen. Also. Nee, ich glaube, die haben 0 geholt. 2018 haben sie 2 geholt, 2019 0 und jetzt 2020 haben sie, glaube ich, 2 geholt. Ja, du. Okay. Oder ist mir auch egal, ich bin gespannt aufs nächste Jahr. Wir schauen uns jetzt erst noch einmal die Rangliste an. Hamilton bleibt natürlich erster mit 189 Punkten. Leclerc kommt wieder ran. 137. Ja, dank Dowdy, dass er doch nicht vorne gefahren ist, sondern sich noch ein paar Mal gedreht hat. Nur siebter mit einem Punkt hinter mir. Da bin ich doch noch der beste Spieler. Also habe ich mein Ziel dieses Rennen erfüllt. Basa 8. mit 37. Disconnect hat einen Punkt geholt auf Platz 15 mit 13 Punkte. Gleichstand mit Kubica. Mr. V 19, Time Master auf 20. Konstrukteursrangliste. Haas 5. Also es hat sich nichts verändert. Haas 5. Mm-mm. Racing Point 4. Red Bull 3. Ferrari 2. Mercedes 1. Toro Rosso 10. Ja. Geil. Was soll ich sagen? Mercedes macht das.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch aus den anderen Sichten gefallen, wie das Rennen lief. Und wir sehen uns im nächsten Rennen dann wieder. In Großbritannien.